Hallo zusammen, wie die meisten von euch sicher schon wissen, hat Shelly kürzlich ein neues Gerät rausgebracht, den Shelly Blue Door Window, also Tür- und Fenstersensor. Das ist das zweite Gerät von Shelly, das kein WLAN an Bord hat, sondern rein über Bluetooth funktioniert. Das erste war der Shelly Blue Button hier, über den habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr euch hier oben anschauen. Ganz kurz zusammengefasst, diese Bluetooth-Geräte haben den großen Vorteil, dass sie viel kleiner und kompakter sind als die WLAN-Geräte, weil Bluetooth weniger Strom braucht als WLAN und deswegen die Batterien viel kleiner sind und noch länger halten. Obwohl es da beim Blue Button einige Startschwierigkeiten gab, die aber inzwischen behoben sind, muss man auch dazu sagen. Bei den reinen Bluetooth-Geräten von Shelly handelt es sich also ausschließlich um batteriebetriebene Geräte, weil es auch nur dort Sinn macht. Wie immer, wo Licht ist, ist auch Schatten, haben die Geräte leider auch einige Nachteile. Die wesentlichen zwei sind, dass ihr für die Einbindung in euer WLAN einen weiteren Shelly der Plus- oder Pro-Serie braucht, also einen, der neben WLAN auch Bluetooth kann. Und sozusagen als Gateway zwischen Bluetooth und WLAN dient, sodass ihr diese reinen Bluetooth-Geräte auch in euer WLAN darüber mit einbinden könnt. Und dass die Bluetooth-Geräte keine direkten HTTP-Befehle senden können. Ihr müsst also die Aktion, die ihr ausführen wollt, entweder in einer Szene festlegen oder über ein Skript ausführen. Im Livestream zur Produktvorstellung, den verlinke ich euch in der Beschreibung, wurde auch die Funktionsweise mit so einem Skript schon gezeigt und gesagt, dass man das bei Shelly dann direkt runterladen kann. Das stimmt aber so leider nicht. Zumindest gibt es da noch kein fertiges Skript, in das ihr einfach nur die IP-Adressen der Shellys eintragen müsst, die ihr dann schalten möchtet, wenn das Fenster offen oder zu ist. Es bleibt also momentan, wenn ihr das nicht selbst programmieren könnt, nur der Weg über eine Szene. Das ist aber eigentlich gar nicht schlimm, denn die Einrichtung geht viel einfacher und die Reaktionszeiten sind ähnlich schnell. Allerdings braucht ihr, wie bei einer Szene üblich, dann immer eine funktionierende Internetverbindung. Aber in meinen Tests, werdet ihr es gleich sehen, hat das alles ganz gut funktioniert. Schauen wir uns das Teil einfach mal näher an. So, das hier ist das gute Stück in Weiß, gibt es auch in Schwarz und in Braun, wobei die braune Version noch nicht verfügbar ist. Wenn wir das jetzt mal mit der bisherigen WLAN-Version vergleichen, dann fällt natürlich sofort der Größenunterschied auf, wobei eben der WLAN-Sensor auch nur so groß ist, weil die Batterien so viel Platz brauchen. Also hier rein von der Platine ist das jetzt auch nicht größer, dass man es nicht hier hätte montieren können. Aber wie gesagt, der braucht zwei von diesen Batterien und der neue arbeitet mit einer von diesen CR2032 Knopfzellen. Batterielebensdauer soll übrigens bis zu 5 Jahre sein, beim alten ca. 1 Jahr. Was es außerdem noch gibt, inzwischen sind von mir diese Abstandshalter hier, falls hier bei der Montage am Fensterrahmen der Abstand hier zu groß ist, dann könnt ihr hier euch damit behelfen und die Keile hier unterlegen, diese Abstandhalter. Okay, was sich außerdem unterscheidet von der alten zur neuen Version, sind die eingebauten Sensoren. Die WLAN-Version hat neben der Offen- und Zu-Anzeige auch einen Helligkeitssensor und ein Thermometer eingebaut. Die Bluetooth-Version hat kein Thermometer, dafür aber eine Neigungswinkelanzeige. Das heißt, ihr könnt nicht nur sehen, ob offen oder zu ist, sondern auch, ob das Fenster zum Beispiel gekippt ist. Das mit dem fehlenden Thermometer finde ich übrigens auch nicht besonders schlimm, weil Fenster- und Türrahmen ist sowieso der ungeeignetste Ort, um die Temperatur im Raum zu messen. Die geringe Größe hat übrigens noch einen weiteren Vorteil. Es soll laut Präsentation von Shelly, wie gesagt, verlinke ich euch unten, nämlich möglich sein, den Sensor hier sogar direkt im Fenster zu montieren, also unsichtbar innen im Rahmen und nicht außen drauf, also dass man den dann überhaupt nicht sieht. Ob das auch bei normalen deutschen Fenstern klappt, das schauen wir uns auch gleich mal an, interessiert mich selbst. Zuerst aber mal zur Einbindung und zu den Einstellungen. So, die Einbindung machen wir direkt am Handy über die Shelly Control App, also die blaue. Da gehen wir drauf, unten rechts aufs Plus-Symbol, fügen Sie ein neues Gerät hinzu,
hinzufügen über Bluetooth, einmal weiter, dann müssen wir einmal den Button am Sensor drücken, dann wird er sofort erkannt, wir wählen ihn aus, drücken den Button nochmal, können dem jetzt einen Namen vergeben, ich nenne ihn mir jetzt einfach mal Terrassentür, weil es dort ist, wo er später montiert wird. Als nächstes wähle ich mir die Geräte aus, die Bluetooth-fähigen Geräte, an die das Gerät angebunden sein soll. Das kann einer sein, kann auch mehrere sein. Ich nehme jetzt hier einfach mal alle, wähle die aus, lege den Raum fest, wo er dann später hinzugefügt werden soll. Und dann geht das ziemlich schnell. Ihr seht, es wird auch automatisch mit Alexa verbunden. Und hier unten haben wir den schon drin, Namen Terrassentür, 716 Lux momentan, sagt der Helligkeitssensor und 100% Batterie und er ist momentan geschlossen. Jetzt habe ich den geöffnet, jetzt wieder geschlossen, das funktioniert wunderbar. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich hier noch erwähnen möchte. Also Nummer 1, diese Neigungsanzeige, die funktioniert manchmal, manchmal funktioniert sie nicht. Also meistens ist es dann doch auf und zu und genau ist es auch nicht. Also es ist ein nettes Gimmick, aber nichts, worauf ihr euch verlassen solltet. Das zweite, was mir aufgefallen ist, diese Helligkeitsanzeige, also die Lux-Zahl hier, die funktioniert nur in Verbindung mit dem Auslösen des Sensors, also mit auf und zu. Was damit gemeint ist, zum Beispiel beim Shelly Motion 2 habt ihr die Möglichkeit, direkt nicht nur zu schalten, wenn eine Bewegung ist, sondern auch zu schalten, je nachdem, wie sich die Lichtstärke ändert. Und hier muss ich aber die Lichtstärke oder die Änderung der Lichtstärke wird nur berücksichtigt, wenn gleichzeitig die Tür auf und zu geht. Beispiel, ich halte jetzt den Lichtsensor zu. Ihr seht keinerlei Änderung. Immer noch 624. Jetzt öffne ich und auf einmal sind wir nur noch bei 7, weil er jetzt zugehalten ist. Jetzt nehme ich den Finger wieder weg, bleibt bei 7, schließe den Sensor, meldet er wieder 800 irgendwas. Das heißt also, es wird nur die Lichtstärke wird nur beim gleichzeitigen Öffnen und Schließen berücksichtigt, aber nicht als einzelne Bedingung. Letzter Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, wenn ihr hier mal ein Firmware-Update machen möchtet. Das erste Bluetooth-Gerät war der BlueButton 1. Wenn ich jetzt hier oben drauf gehe, dann könnt ihr sehen, wir können hier bereits ein Firmware-Update machen, direkt über die Shelly Control App. Beim BlueDW ist das hier noch nicht möglich. Da gibt es diesen Punkt noch nicht. Wenn ihr das machen wollt, das funktioniert auch, müsst ihr hier über die App Shelly BLE Debug gehen. Die könnt ihr euch runterladen im App Store oder im Google Play Store. Dort könnt ihr prüfen, ob es Update gibt und könnt das auch installieren. Wird später garantiert auch in der App hier funktionieren, aber momentan zum Zeitpunkt der Videoaufnahme ist es noch nicht so weit. Okay, schauen wir mal noch, welche beiden Möglichkeiten es gibt, an dem Gerät andere Shellys zu schalten, nämlich eine Szene und eventuell auch ein Skript. So, die Szene lege ich mir am liebsten hier direkt in der Shelly Cloud an, und zwar den neuen hier, control.shelly.cloud. Ich gehe hier einfach in meinen Testraum, schaue mir hier unten die Terrassentür an, also das ist der Sensor, den wir gerade eingerichtet haben, der ist momentan zu und ich möchte erreichen, dass hier oben diese Lampe, die Shelly Color, angeht, wenn sich hier das Fenster öffnet. Das soll jetzt mal unser Beispiel sein. Ich gehe dann einfach hier oben auf Szenen, füge eine Szene hinzu, die nenne ich einfach mal Test, gehe hier auf Weiter, lege mir die in den Testraum rein und füge eine Bedingung hinzu. Das soll natürlich eine gerätebasierte Bedingung sein, und zwar das Gerät im Testraum namens Terrassentür soll seine Eigenschaften ändern, und zwar wenn der Zustand der Tür auf offen ist, dann soll diese Szene auslösen. Als nächstes füge ich die entsprechende Aktion hinzu, also ebenfalls hier im Testraum, das Gerät Shelly Color Bulb soll eingeschaltet sein. Das Ganze speichere ich jetzt hier ab und dann können wir es auch schon ausprobieren. Ich gehe hier wieder in den Testraum rein, hier unten könnt ihr sehen, ich öffne den Sensor und dann geht oben rechts die Lampe an. Ja, muss man ein bisschen rumspielen, ich habe nicht so eine gute Verbindung hier im Keller, aber normalerweise geht das also in einem Bruchteil einer Sekunde funktioniert das. Wenn ihr die Lampe wieder ausschalten wollt, wenn das Fenster zu ist, dann müsstet ihr natürlich noch eine zweite Szene anlegen, deswegen geht das jetzt bei mir jetzt nicht aus. Ich müsste sie jetzt manuell ausschalten, müsste den Sensor wieder aufmachen, geht die Lampe wieder an. Ne? Fürs Ausschalten bräuchtet ihr eine zweite Szene, die das Ganze umgekehrt macht.
Jetzt gibt es noch eine interessante Frage zu klären, und zwar, ich habe da schon zwei Mails dazu bekommen, weil ich das Gerät ja schon seit einer Woche verkaufe. Wie sieht es aus mit der Heizung, also Fensterauferkennung für eine Heizung? Wir haben ja hier ein Shelly Heizungsthermostat, zum Beispiel hier ein Shelly THV. Ne? Bei dem war es bisher so, wenn wir den Shelly DW2 genommen haben, also den WLAN-basierten Sensor, dann konnten wir den direkt hier eintragen. Und zwar hier, hier konnten wir sagen, Fenster öffnen. Da können wir hier quasi den Sensor eintragen, die IP-Adresse des Sensors. Und dann hat die Heizung automatisch erkannt, ob der Sensor geöffnet oder geschlossen ist. Das können wir mit dem neuen Blue-Sensor nicht machen, schon aus dem einfachen Grund, weil der natürlich keine IP-Adresse hat, ist ja ein Bluetooth-Gerät. Wir können uns aber trotzdem behelfen, und zwar über einen kleinen Umweg. Und zwar ist es ja hier so, wir haben hier unsere Zeitpläne. Bei mir ist es jetzt ein ganz normaler Zeitplan, tagsüber 21 Grad, nachts 16 Grad, Nachtabsenkung. Die heißt jetzt Keller, dieser Zeitplan heißt Keller, weil mein THV hier im Keller ist. Es gibt aber ja zum Beispiel auch einen, der heißt Holiday. Bei dem Holiday-Zeitplan ist quasi die Urlaubseinstellung, dann steht der konstant auf 10 Grad. Also so, dass er nicht einfriert, aber er heizt auch nicht. Und was wir jetzt erreichen können, ist natürlich, dass wir sagen, sobald das Fenster geöffnet ist, soll einfach dieser Holiday-Plan aktiviert sein. Das heißt, soll 10 Grad sein. Oder wenn wir das Fenster wieder schließen, dann möchten wir wieder unseren ganz normalen Zeitplan haben. Das können wir natürlich auch machen. Und zwar gehen wir einfach jetzt mal hierher und machen hier auch wieder eine Szene in unserem Testraum. Und diese Szene nenne ich jetzt zum Beispiel mal Heizung. Heizung 1 von mir aus. Lege mir die wieder in meinen Testraum. Wähle hier natürlich die gleiche Bedingung aus. Und zwar, es soll der Shelly an der Terrassentür soll offen sein, und wenn er offen ist, möchte ich ja meine Heizung ausschalten, das heißt auf den Holiday-Plan umschalten. So, und das wäre dann folgende Bedingung. Ich wähle hier das Gerät, und zwar ist das in dem Fall ja in meinem Keller, das Gerät Shelly THV, und dann sage ich einfach, er soll hier das aktive Profil ändern in Holiday. Das speichere ich ab, gehe hier auf Weiter und speichere das auch wieder, und dann können wir das natürlich auch wieder kontrollieren. Der Terrassensensor ist jetzt zu. Jetzt öffne ich den mal, und jetzt schaue ich hier bei mir im Keller nach, was denn das Shelly THV macht, und ihr seht hier, es steht auf 10 Grad, es ist also der Holiday eingeschaltet. Genau wie bei der ersten Szene, könnt ihr natürlich eine zweite Szene anlegen und sagen, wenn das Fenster zu ist, soll wieder der normale Plan gelten. Also ist eine Variante, mit der man also durchaus leben kann und die einfach einzustellen ist. So, das hier ist das Terrassenfenster bzw. das Terrassentürelement, an dem ich den Sensor letztlich montiert habe, und das hat tatsächlich geklappt. Wie ihr seht, nirgendwo am Rahmen ist hier ein Sensor sichtbar. Ich konnte den in dem Fensterrahmen in montieren. Und zwar direkt hier oben drauf. Und das Gegenstück, ich hoffe, das kann man jetzt sehen, also den Magneten habe ich hier eingebracht. Die Tür geht trotzdem wunderbar zu. So, die App-Anzeige funktioniert wunderbar, wie vorhin gezeigt. Ich habe außerdem drei Szenen angelegt. Die erste ist eine Alexa-Abfrage. Alexa, ist die Terrassentür geschlossen? Terrassentür ist offen. Das funktioniert also. Die zweite Szene soll mein Rollo hochfahren, sobald die Terrassentür geöffnet wird. Also wenn es mal brennt und man findet den Schalter nicht oder bin einfach zu faul, dann brauche ich hier nur die Tür zu öffnen. Und dann geht sofort der Rollladen hoch, weil der Sensor einen Befehl darin gibt. Die dritte Szene habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich habe hier hinter diesem Taster einen Shelly als Hauptschalter konfiguriert. Wenn ich hier einen Longpress mache, gehen alle Lichter aus, also mache ich zum Beispiel beim Verlassen der Wohnung. Und jetzt zusätzlich wird der Zustand der Fenster abgefragt. Es gibt einmal einen Sensor im Bad und einmal hier an der Terrassentür. Mindestens ein Fenster ist noch geöffnet. Scheint also auch gut zu klappen.
Fazit, der neue Sensor funktioniert gut, er ist kleiner und günstiger und die Batterie hält länger. Spricht also erstmal alles für ihn. Wenn es dann auch mal fertige Skripte gibt, sollte es das natürlich auch noch weiterhelfen. Und insbesondere bei Leuten, die ihre Rollos sowieso mit Shelly plus 2 PM Relais betreiben, dürfte es auch mit der Anbindung keine Probleme geben, weil dann ist ja Bluetooth sowieso immer in Reichweite vom Fenster oder von der Tür. Apropos Reichweite, ich habe ja mehrere Plus-Geräte bei mir, habt ihr ja gesehen, und ich hatte in der ganzen Wohnung keinerlei Empfangsprobleme, egal wo ich den Sensor getestet habe. Und trotzdem hat natürlich der bewährte WLAN-Sensor weiterhin seine Berechtigung für Leute, die eben kein Bluetooth haben oder ihr Smartphone bereits damit ausgestattet haben und auch dabei bleiben möchten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich manchmal darüber wundere, dass eigentlich alle Generationen von Shelly-Geräten nach wie vor mehr oder weniger gleich nachgefragt werden. Sei es jetzt der Shelly Button 1, von dem es ja auch eine Bluetooth-Version jetzt gibt, also diesen Blue Button, oder der Shelly HNT, wo es jetzt ein Plus HNT gibt, oder sogar die Generation 1 Geräte wie den Shelly 2.5. Sobald ich die am Lager habe, werden die auch bestellt. Es scheint also so, als ob die Shelly-Freunde auch gerne auf bewährte Technik setzen, von der man weiß, das funktioniert, und das ist ja auch nicht verkehrt. Ob die neuen Geräte jetzt auf Dauer ähnlich gut funktionieren, kann man am Start ja schlecht beurteilen. Zum Beispiel kann ich euch nach 2 Wochen Test unmöglich sagen, wie lange die Batterie tatsächlich hält, ob das wirklich 5 Jahre sind, ne? Also daher meine Empfehlung, ihr habt gesehen, dass es bei mir gut funktioniert. Probiert das Teil einfach mal aus, wenn ihr meint, dass es für eure Anwendung geeignet wäre. Meine Erfahrungen sind bis jetzt durchaus positiv. Und insbesondere, dass das Ding wirklich in den Fensterrahmen passt, das hat mir echt gefallen. Also danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.